So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo und moin moin zusammen. Wir sind unschwer zu erkennen beim Wolf Center. So sieht's aus. Da ist, du bist quasi, da ist der Wolf, da ist das Center. Du passt doch irgendwie mit deiner Mähne auch sehr schön da rein. Nee, hieß ja ein Löwen Center wäre es ja, ne? Und ich sag nicht so windig. Leute, 996 Leute haben bei unserem tollen Gewinnspiel mitgemacht. Das bedeutet 996. Jeder einzelne Teilnehmer bei uns hat natürlich auch eine Zahl. Es gibt also den Teilnehmer mit der Nummer 004. 128, 875, was auch immer. 523. Und wir müssen jetzt natürlich den Gewinner oder die Gewinnerin ermitteln. Und wie machen wir das? Indem wir natürlich 1, 2, 3 Zahlen ermitteln. So sieht's aus. Und das machen wir jetzt. Und deswegen sage ich, auf geht's. Wer ist denn das? Was ist denn das für ein hübscher Kleiner, ne? Das ist Pebbles, ist das, ne? Lieber mal nicht so laut reden, sonst krieg ich ja noch Schiss hier, genau. Sozusagen. Also der Kai jetzt sozusagen. Pebbles ist hier sozusagen Alpaka vom Dienst, möchte ich halt meinen. Das ist Oberchef jetzt hier. Und Pebbles, einmal noch mal kurz in die Kamera lächeln. Ein Traum, sehr schön. Hat jetzt die ehrenwerte Aufgabe, eine Zahl dann auch zu ziehen. Jetzt mal ganz kurz den Kai sagen, wie er... Ich glaube, das ist viel witziger, wie du mit dem Tier durch die Gegend. Super weiches Fell, ne? Guck mal, da kann man doch im Kreis laufen, ne? Ja. Super. So, und Pebbles ist Oberprofi in dem Ziehen von Zahlen und außerdem ist er unfassbar in Bewegung. Wir haben also hier einen kleinen Parcours aufgebaut, wie man auch sieht. Da sind also die Zahlen von zack 0 bis 9 und da wird also jetzt dann die erste Zahl dann auch entsprechend dann auch ermittelt und das machen wir natürlich nicht wir, sondern macht das natürlich Pebbles in Person und logischerweise davor sind also, wie man es schon gesehen hat, so kleine Essens, Pebbles ist auch schon, schon völlig nervös. Ich glaube, Kai, ich werde mal so ein bisschen hier zur Rückseite halt gehen und du bist jetzt mit Pebbles auf jeden Fall zugange, so, und jetzt heißt es Go sozusagen. Genau. Achtung, geht los und los. Los. Pebbles hat... Pebbles hat offensichtlich keine Lust, gerade die Glücksfee hier zu spielen. Das war also Versuch Nummer 1 und wir setzen jetzt hier quasi dann noch einmal an. Kommt er zurückgerannt? Jetzt komm doch her, Junge. Der denkt auch, so einen Blödsinn mache ich nicht. Der denkt auch, ne, wenn es schon in der ARD die Lottofee nicht mehr gibt, dann... Pebbles, kannst auch von hinten, du hast... Er ist sozusagen Regisseur jetzt hier gerade. Mensch, such dir doch mal was Schönes jetzt aus, das gilt noch. Es sei denn, das dauert jetzt eine halbe Stunde, so viel Akku habe ich gar nicht. Ja, schauen wir mal, was der Kollege jetzt so macht. So, also Kai, als Alpaka-Jäger, ne? Also das, deine Karriere ist ja wohl nicht so wirklich gesegnet. Alpaka-Hüter, das läuft bei mir. Pebbles hat einen eigenen Kopf. Aber liegt ja auch daran, das haben uns gerade die Chefs erzählt, das sind natürlich auch Herdentiere. So, und was macht so ein Tierchen dann alleine? Natürlich hat keinen Bock da drauf. Jetzt wollen wir mal gucken, was dann passiert, wenn wir sozusagen hier da hinten die ganze Truppe jetzt loslassen. Ich bin gespannt, ich bin mir sicher, da kommt was bei raus. Auf geht's. Und gewonnen hat die Nummer 5. Zack, und schon haben wir eine Zahl. Die 5 ist es geworden. Ganz genau. Und die Glücksfee heißt übrigens Oskar.
Oscar ist der Glückskönig sozusagen für die Ziffer 5. Glückskönig sozusagen hier im Wolf Center. Eine Zahl haben wir jetzt also schon. Die 5 ist es auf jeden Fall. Und mal gucken, was noch alles auf uns zukommt. Vielen Dank, Oscar. Und ich glaube, der Kollege hat jetzt eine extra Ladung auch noch zu Futter, die wir verdienen. Auf jeden Fall ein Traum. Weiter geht's. So, jetzt heißt es also Zahlenermittlung sozusagen. Ich habe jetzt also die Lottofee Frank natürlich, das war ein Traum. Frank, aber du hast quasi im Hintergrund noch Verstärkungen da sozusagen mitgebracht oder hast du für uns da noch parat? Ja. Wer ist das? Das sind Cosmo und Luna, zwei arktische weiße Wölfe, die sehr aufgeregt sind, also neugierig aufgeregt. Sie haben übrigens am Gewinnspiel natürlich nicht mitgemacht, logischerweise, weil sie waren ja ausgeschlossen. Aber sie sehen diese Kiste. Die mit Fell umgeben ist und sind da ein bisschen heiß drauf. Ganz, die sind so heiß wie ein Vulkan. Ich glaube, das artet jetzt aus, wenn wir so weitermachen. Jetzt kommen wir richtig zusammen. Jetzt, okay, entschuldige bitte. So, wir haben also jetzt hier einen wunderschönen Kasten. Den machen wir jetzt mal auf. Und da innen drin, das muss man sehen, haben wir also Kugeln. Logischerweise drin. Und die Kugeln, da sind natürlich Zahlen drauf von 0 bis 9. Nämlich, wir wollen natürlich jetzt den Gewinner ermitteln. Und du, Frank, guckst mich jetzt mal unfassbar toll an. Und und jetzt reicht's aber auch. So, und jetzt wühl da mal drin rum und such eine Zahl und guck mich nur an. Dich an. Guck mich an. Wie viel soll ich rausholen? Eine. So, diese Zahl. Hervorragend. So, jetzt gibst du das mal der lieben Katrin da vorne, unserer Assistentin sozusagen. Hier ist die Kugel. Und jetzt musst du die Kugel öffnen. Sehr gerne. Und die Zahl vorlesen. Ich hoffe übrigens, dass das jetzt... Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, das erste Bonbon zu öffnen. Aber mein Großvater, ne? Heute bin ich der Großvater. Und wie schön ist das, mein Enkel? Bitte, mach den Bonbon jetzt auf. Wir schweifen ab, weiß auch nicht, wie lange das schon geht, ne? Also jetzt mach endlich das Ding jetzt hier vorne mal auf. So, ich habe eine 3. Also schon eine nächste Zahl, die wir jetzt haben. Ein absoluter Traum, das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank. So, wir sind ja auf der Suche nach einer weiteren Zahl sozusagen. Und am besten frage ich mal jemanden und mal schauen, wenn wir über den Weg läuft. Moin. Moin. Kurze Frage. Ich brauche eine Zahl von dir. Sag mir doch mal die dritte Zahl deiner Postleitzahl. 5. Eine 5. Alles klar. Und damit haben wir eine weitere Zahl, nämlich die 5. Also super spannende Sache. So, wir haben es also geschafft. Es sind in der Summe jetzt also 3 Zahlen ermittelt worden. Nämlich Kai, wir haben die 5, dann haben wir die 3 und wir haben eine 5. So, und daraus ergeben sich jetzt tolle Kombinationen. Entweder hat der Gewinner oder die Gewinnerin die Nummer 553, 535, 355 oder 355. Ja, aber 355 geht ja quasi 2, weil 2 mal die 5 ist sozusagen. So aus, Also es gibt tolle Möglichkeiten, sehr, sehr spannend. Und die Auflösung gibt es dann in der nächsten Folge. Und dann werden wir dann auch schon die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt geben. Es bleibt also spannend. Das war's von uns hier aus dem Wolf Center und wir sagen bis dann. Ciao. Bis dann.